Wie lang muss eigentlich ein TikTok-Video sein, damit es die besten Chancen hat, viral zu gehen? Klar, du kannst bei TikTok ein Video von bis zu 10 Minuten Dauer hochladen. Aber manche sagen, es muss so kurz wie möglich sein und vielleicht auch nur 7 Sekunden sein. In diesem Video möchte ich dir die Wahrheit erzählen. Mein Name ist Franz Wegner und mit meiner TikTok-Agentur produzieren wir jeden Monat Minimum 300 Videos für die verschiedensten Kunden in den verschiedensten Branchen. Und wir produzieren die nicht nur. Das heißt, wir skripten, drehen, schneiden die nicht nur, sondern wir analysieren die auch. Das heißt, wir haben auch Zugriff auf sämtliche Statistiken und die Zahlen daraus sagen etwas ganz Bestimmtes. Was du beachten musst, ist die sogenannte Beibehaltungsrate. Das heißt, du kannst ein Video hochladen, das zeige ich dir einmal. Du kannst einmal ein Video hochladen und nach 2-3 Tagen kannst du in der TikTok-App auf mehr Daten gehen und dort siehst du diesen Graphen, die Beibehaltungsrate. Und diese Beibehaltungsrate, die zeigt dir ganz genau, wann die Zuschauer im Schnitt das Video verlassen. Dein Ziel ist es, im Bestfall, dass alle Zuschauer bis zum Ende dranbleiben oder im besten Fall sogar das Video mehrmals schauen. Das hier ist zum Beispiel eine gute Beibehaltungsrate. Hier sehen wir ganz genau, jawohl, bei Sekunde 5 sind noch über 60% der Leute dran geblieben und bei Sekunde 35 sind ca. 50% noch da. Auf der anderen Seite haben wir eine typische Beibehaltungsrate von einem Video von so unter 1000 Views. Hier sieht man ganz klar, bei Sekunde 3 sind weniger als 40% nur noch da und am Ende des Videos nur noch ca. 15%. Dein Ziel, also eine Beibehaltungskurve, die flach ist und was du vermeiden möchtest, dass die Beibehaltungsrate so aussieht. Und jetzt denkst du vielleicht, ja klar, dann mache ich die Videos so kurz wie möglich, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ja viel höher, dass das Video bis zum Ende angeschaut wird. Das ist aber ein Trugschluss, denn diese Beibehaltungsrate und wie viele Leute bis zum Ende geschaut haben, das ist sozusagen gewichtet in Abhängigkeit mit der Videolänge. Das heißt, ein 7-Sekunden-Video, wo die Beibehaltungsrate am Ende 50% zeigt, wird wahrscheinlich weniger Relevanz haben als ein 1,5-Minuten-Video, wo 50% bis zum Ende dran geblieben sind. Das sagt ja ein TikTok-Algorithmus, dieses Video hat es geschafft, den User 1,5 Minuten auf meiner Plattform zu halten. Und das hat für den Algorithmus, hat für die Plattform richtig viel Wert. Das heißt, die optimale Videolänge ist so lang, solange du dir sicher bist, dass du bis zur letzten Sekunde die Aufmerksamkeitsspanne des Zuschauers halten kannst. Wenn du weißt bei einem 40-Sekunden-Video, hey, bei Sekunde 30 springen alle ab, dann weißt du, okay, vielleicht sollte das Video nur 30 Sekunden machen. Wenn du weißt, dass dein 7-Sekunden-Video nicht das Potenzial hat, mehrmals geschaut zu werden, dann brauchst du dieses 7-Sekunden-Video auch nicht hochladen. Wenn du dir nicht sicher bist, einen User bei einem 1,5-Minuten-Video bis Minute 1,30 zu halten, dann brauchst du es auch nicht machen. Das Coole ist, bei so Talking-Head-Videos, also bei so Lava-Videos, wo jemand in die Kamera redet, da ist es meistens abhängig vom Skript. Das machen wir mit unserer Agentur den ganzen Tag. Das heißt, wir optimieren das gesprochene Wort darauf, dass die Zuschauer bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde dranbleiben. Wenn du genau wissen willst, wie wir das machen, wie unsere Prozesse, wie unser Mindset dahinter ist, wie wir das 100-fach jeden Monat für unsere Kunden machen, dann schau mal beim Link in der Beschreibung vorbei. Dort gibt es alle weiteren Informationen dazu. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare. Falls das Video hilfreich für dich war, gib mir ein Like und abonniere diesen Kanal. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, dein Franz.